Fritsche, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, sind Sie dabei. Und ich verspreche Ihnen, heute werden Sie es auf jeden Fall nicht bereuen. Denn der heutige Gast sorgt sowohl optisch als auch auditiv für einen Höhepunkt nach dem anderen. Also quasi ein Feuerwerk an musikalischen Eindrücken erwartet jetzt von dir, Martin. Herzlich willkommen, Martin O. Hoi Marco, danke. Schön, bist du da. Und zuerst gerade mal herzliche Gratulation zum Deutschen Kleinkunstpreis. Wie lässt sich das an für dich? Also bist du schon gewöhnt, weil es ja schon seit letztem November bekannt ist, dass du den Verlier überkommst, wenn auch erst im Frühling so? Oder ist das ja, er hat sich schon langsam durchgesetzt. Also zuerst ist der Deutsche Kleinkunstpreis ist ja nicht einfach zum Schwätzen. Er war zuerst noch ein bisschen gsi. Und er ist auch nicht, also ich habe mir nicht recht vorstellen, was ist da genau, woher kommt er genau. Deutschland ist riesengroß, da kommt ein rechtes Ding daher. Aber jetzt mit der Zeit habe ich wohl, ich habe mich daran gewöhnt, dass der Deutsche Kleinkunstpreis tönt, wohl da klingt. Schön. Deutscher Kleinkunstpreis 2012 in der Sparte Lied, Chanson und Musik. Voilà. Geht an Martin O. Oh. Ja! Was ist das? Kannst du einen Pokal über irgendwie so eine Siegerschärpe, ein Krönchen vielleicht? Nein, da kommst du eine Glocke über. Das ist so eine Dreibeinglocke, die so unten kannst bimbeln. Das ist ihr Symbol dafür. Okay. Und da bekommst du verliehen quasi. Und alles andere, was dazu mitkommt, ist natürlich lässig. Weißt, da bist du weh. Da bist du in denen, die das schon bekommen haben. Und da ist natürlich schon. Es ist wie ein tüchtiges Schulterklopfen. Weil da, also alles, was Rang und Namen hat, hat der schon bekommen in der Vergangenheit. Also sehen wir Ursus und Nadeschkin, die bei uns natürlich bekannt sind in der Schweiz. Der Emil hat ihn auch bekommen. Also es ist ein grosser Schatten, der die wirft, oder? Ja, das ist lässig. Wenn ein Schweizer da in Deutschland bekommt, finde ich da noch ganz etwas Besonderes. Und das Nachbarländli, oder? Wir mit unseren 7-8 Millionen zu 70, 75 Millionen, 80 Millionen, das ist dann schon, dass da so ein Schweizer reinkommt, das ist eine Freude. Und das ist tatsächlich ein Schulterklopfen. Und das ist eine Art wie wirklich ein Auszeichnung. Ja. Also so empfinde ich es. Ja, ich glaube, das ist nicht falsch, wie du das empfindest. Jetzt in der Schweiz ist es aber nicht so, dass du nicht anerkannt wärst und dass man dich nicht noch wahrnimmt, weil du bist gut gebucht, deine Konzerte sind bestens besucht, bis meistens ausverkauft. Also man hätte ja auch da gehen. Den Deutschen Kleinkunstpreis hätten sie das nicht können verleihen, weil der einfach Deutschland verliehen wird. Aber für die zwei, drei Zuschauer, die nicht genau wissen, Martin O., der mit der Stimme tanzt oder Kosmophon oder so, einfach so deine Programmnehme im Ohr haben. Ja. Du musst doch vielleicht noch mal vorführen, was denn du da einmal treibst und mit was du den Deutschen Kleinkunstpreis 2012 errungen hast. Ja, ich muss vielleicht sagen, dass da kommt nicht einfach ein Schweizer rüber, der nicht in Deutschland unterwegs ist, sondern da muss ein Schweizer sein, der wirklich draußen auch tätig ist. Ich bin seit Jahren in Deutschland am Arbeiten, hat immer angestiegen und immer mehr. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass die einem sagen, du, kannst du noch mehr kommen? Ja. Also du kannst noch mehr kommen, gell? Du hast ja 2012 sehr tüchtige Daten in Deutschland, habe ich gesehen, so bei der Tourneeabfolge. Wir haben jetzt auch aufgrund von dem, dass der Preis dorthin kam, haben wir gesagt, wir gehen auch noch öfter nach Deutschland jetzt, um dem auch rechnen, was wir schon zeigen, okay? Ja. Ich komme gerne. Darum habe ich ihn nicht bekommen, meine Damen und Herren, in Deutschland. Aber du bist natürlich auch in der Schweiz, also von der Ostschweiz ab und zu am 21. Januar in der Aula zusammen mit dem hitzigen Chor. Voilà. Das ist ein kleines Baby von dir, oder? Ja. Das ist also ein Baby von mir. Das hat sich ergeben durch eine Anfrage von Noel die Alten. Und seitdem gibt es den Chor, wo ich mit ihm arbeite und sie mit mir arbeiten. Und so, das ist jetzt fünfeinhalb Jahre seither und wir sind einfach immer noch dran. Ist auf eine Art ein Baby, weil wir sind wirklich immer dran gewesen. Das ist also eine lässige Sache und man hat entschieden, komm. Cool. Kennst du es? Ja, sie sind auch schon mal im Casinotheater gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, der Gala oder an einer Frischlingsbar. Ich glaube, an einer Frischlingsbar. Das kann sein, aber wirklich extrem, extrem cool. Die machen es auch Freude. Vorne, wo du geübt hast, oder wo man den neuen Trailer, den wir dann anschauen, hat gemerkt, das macht gerade gute Laune, wenn man die zulässt. Darum mach doch jetzt unseren Zuschauern und Zuschauern auch ein bisschen gute Laune, wenn also da mit deinem Hämmerli-Brett, das du hast. Das ist so Weihnachten bekommen, nein, dein Hämmerli-Brett. Das hat man doch irgendwie mit 6, 7, mit den farbigen Stängeli, wo man dann reinhämmerle. Dann habe ich keins bekommen. Habe ich keins. Ein Hackbrett. Das Hackbrett, ja gut. Ich bin Grobmotoriker, da ist nur genau. Mit dem Hämmerli. Du musst da die Dinger treffen. Also das ist eigentlich die Schaltzentrale. Also das Grundsätzliche von Martin O. ist eigentlich Musik. Und wo ich daraus mache, Theater, Comedy, Blödsinn, Humor, schönes Chör. Und jetzt kann man sagen, Chör aus mir allein, wie man das nicht kennt, ist schwierig zu checken. Und jetzt zeige ich, wieso Chör. Ja. Und ich zeige es anhand von einem... Ja, wenn ich zum Beispiel... da... Dann habe ich es jetzt da drauf aufgenommen. Das ist eigentlich ein Live-Sample. Jetzt kann ich die zweite Stimme drauf tun und dann gibt es wirklich schon fast einen zweifachen Chor.
Holalahudu, holalahudu, holalahudu. Gehen wir schon zweifach. Holalahudu. Jetzt könnten wir noch eine dritte versuchen, dann machen wir einen Bass. Schlagzeug wäre ja auch noch schön, weil dann gibt es noch ein bisschen moderne Luft. Und so kann ich eigentlich mit mir selber Musik machen auf der Bühne. Du kannst ganze Stücke kreieren, du kannst Klänge machen, du kannst die ganze Welt aufbauen mit dem Teil, der mich dabei sehr unterstützt. Schaltzentrale. Und der macht's. Vor 150 Jahren hat es Martin O. in dieser Form noch nicht gegeben. Den hat es noch nicht mal vor, sagen wir mal, vor 20 Jahren. Schon, ist das neu? Nein, das ist neu. Das ist digital. Es hat ein Live-Loop-Gerät gegeben. Ganz alt. Das ist mit Bändli. Ist das gegangen? So, okay. Aber das ist dann wirklich. Und das ist ja noch komplizierter. Und wenn es mit Bändli ist, ist auch. Gefahrenquellen grösser. Dass es verreist oder das Tempo nicht verwischt und so weiter. Das ist hier also genial. Und da gibt's, das ist von einem Schweizer erfunden. Schon? Aha. Das habe ich aber nicht gewusst. Alle Recherche, wer, wie, war? Das ist der Matthias Grob. Der hat er entwickelt. Das ist ein Erfinder eigentlich. Der hat er für Gitarristen erfunden. Und ich habe es gesehen bei Mich Gerber. Im Konzert gesehen, lecker, ist das cool. Und dann habe ich gewusst, das Gerät ist wunderbar gsi, das Konzert. Da ich da wollte ich. Mit der Stimme kannst du auch Zeugs machen. Und dann habe ich da von Amerika Colo. Und habe dann erst nachträglich herausgefunden, dass es den Schweizer erfunden hat. Ist das auch wieder so die typische Erfindergeschichte, wo man sagt, er hat es erfunden, aber das Geld verdient haben andere? So ist es. Ist eigentlich genau so eine traurige Geschichte. Drama. Aber er macht sein Zeug gleich weiter. Und daraus, er ist ausgewandert, glaube ich, auf Ecuador. Okay. Und arbeitet dort weiter und entwickelt weiter das Zeug. Weil so ein Erfinder, der hört nie auf. Eben, und Geld. Hoffentlich verdient er das Richtige damit. Aber schön, dass wir das jetzt auch erfahren. Also langsam entwickelt sich Fritsche zu einer, wie soll man sagen, Kulturvermittlungs- und also vergessen Sie Einstein, wenn Sie neben Sven Wessen, wenn Sie jetzt Fritsche schauen, zumindest wenn Martin O. da ist. Das ist doch auch ein persönlicher Schluss, den wir hier suchen können. Jetzt hast du ein neues Programm, mit dem bist du auch schon ein Weile unterwegs, der Kosmophon. Voilà. Vorne bist du seit 2007 bist du unterwegs gewesen mit der Stimmentänzer. Der mit der Stimme tanzt. Der mit der Stimme tanzt. Ja. Dann habe ich also ausschließlich mit diesen Sachen Musik gemacht. Und das ganze Programm, das 2 Stunden geht. Aber das Programm habe ich gemacht. Jetzt im Neuen ist neu dabei ein Klavier, ein E-Piano. Und neu dabei auch eine Projektionswand, eine runde, wunderschöne Projektionswand, die von hinten projiziert wird, die wunderschöne Farben gibt. Also ein Zusammenspiel auch dort. Zusammenspiel ist eigentlich sowieso mein Credo. Und jetzt geht es also auch noch mit der Wand. Da kann ich wirklich einwirken auf die Wand. Ich habe einen Ausschnitt an einer Gala gesehen von dir, natürlich noch vom ersten Programm. Und habe dort schon gefunden, du bist schon auch ein Entertainer im wahrsten Sinne des Wortes. Also man muss nicht nur das Gefühl haben, dass man das da musikalisch einen Hörgenuss hat, sondern du spielst auch mit dem Publikum, du lässt Sachen einflüssen, du bist sehr reaktiv, auf was läuft und was für ein Anlass überhaupt ist. Und jetzt einfach nochmal mit dem Kosmophon quasi eine Stufe weiter, um noch mehr bieten oder so, als Gesamtkunstwerk. Oder was ist die Idee hinter dem Kosmophon? Ja, das ist Entertainment ist ein grosses Thema für mich, heute mit dem Publikum zusammenarbeiten. Da gibt es wirklich gemeinsam. Aber nicht nur dort, sondern eben auch mit der Musik. Und jetzt neuerdings eben auch mit so einer Projektionswand. Und das ist nicht einfach eine Projektionswand, die dort steht und passiert nichts, sondern ich wirke auf die ein. Man hat Nummern, Wetternummern gemacht und Schattennummern, ganz verrücktes Zeug. Also, wo mich selber freut, weil das konnte ich nicht selber machen. Da hat mir einen geholfen entwickeln. Der Ralf Wiedermeier. Willst du da technisch noch etwas davon wissen? Ja, Ralf Wiedermeier. Ich habe nur den Tom Rieser, ist mir vom Namen her begriffen, der auch immer die Regie macht oder hilft bei der Ursus und Adeschkin-Programm. Genau. Sehr ein kreativer Kopf. Genau. Der hat jetzt gekämpft vom Namen her und auch persönlich. Aber anders sagt man jetzt nichts. Aber bringen wir es auf den aktuellen Stand. Okay. Und der Tom ist der Regisseur, der Künstler ist Mitarbeiter. Ich hoffe ja mit vielen Leuten, dass denn da schlussendlich so wird, wie es ist. Weil das kannst du allein kannst du nicht machen. Und der geht allein gar nicht. Und das ist so eine schöne Arbeit. Das ist auch wieder ein Zähmen. Wo wir dann durch das Zähmen gibt es etwas daraus, das mich eigentlich quasi erweitert. Meine Fähigkeit von musikalisch, von Auftreten, gibt es wie neue Sachen dazu. Willst du ja nicht das erste Programm gleich machen wie das zweite Programm? Also machst du es. Aber eben, kann man schon sagen, das erste war noch eher reduziert auf deine Loopmaschine, dich und deine Stimme. Ja. Und that's it. Und jetzt ist schon ein grösserer Aufbau. Also, weil ganz allein kommst du jetzt nicht mehr weit, wenn du das Kosmophon-Programm spielen willst, oder? Also da bist du dann relativ schnell ein bisschen auf dünnem Eis. Ja, also performen ist gleich noch allein
bin ich auf der Bühne. Aber auch während du dran bist, brauchst du Techniker, die schauen, dass alles tut? Ja. Oder? Gängt Sepp war auch beim Ersten. Okay. Also Sepp ist eine grosse Sache von mir, dass ich immer einen Tontechniker und immer einen Lichttechniker dabei habe, wo wunderschöne Bilder mit dem Licht machen, wunderschönen Klang machen. Das finde ich wichtig. Also sie haben schon immer. Eigentlich sagt man, oder, eine Drittelei oder eine Drittelei auf, aber dahinter dreht es recht viele Leute mit. Da fängt nicht nur bei der Bühne an, sondern es sind Leute, die Booking machen, die entwickeln, die Marketing-Sachen machen, die Termine machen. Man weiss, dass es dich gibt, dass du überhaupt unterwegs bist. Und. Also, richtige Martin O. Familie, auch wenn du natürlich der Künstler bist, der dann am Schluss Meriten einfährt und einen deutschen Kleinkunstpreis bekommt. Voilà, der gilt dann eigentlich für alle. Für alle, so für das ganze Team. Genau. Aber jetzt hast du das quasi nochmal erweitert, weil du hast ein relativ frisch so ganz neuen Clip mitgebracht, der in der Ebenalp im Alpsteh gedreht worden ist. Sollen wir uns den noch miteinander anschauen und vielleicht willst du noch ein paar Worte einleitend sagen zu dem, damit die Leute wissen, wieso und warum und was mit dem soll ich anfangen? Das ist ein Trailer für Kosmophon. Das sollte man eigentlich anschauen können und dann ein bisschen verstehen, was man erwarten kann, wenn man schauen kann. Kosmophon von Martino. Man sieht die verschiedenen Bilder, die verschiedenen Ebenen. Wir sind voraus auf der Ebene, wunderschön. Dann aber auch im Theater ganz nah. Ja, und deine Wand kommt auch, also deine Wand kommt kurz oder? Die sieht man auch kurz. Genau, viel Spaß. Also, würde ich sagen, genau, mit dem Trailer von Martin O. zu seinem aktuellen Programm Kosmophon. Viel Spaß. Das ist also so ein kleines Appetit-Häppli fürs Kosmophon, das neue Programm von Martin O. Martin, jetzt habe ich aber auch gelesen bei dir, dass Kanada je länger, je wichtiger wird. Also bei der Tournee sieht man, wo du 2012 bist, von wegen einem Haufen Auftrittsdaten in der Schweiz natürlich, dann aber auch in Deutschland, dann sogar einen in Südtirol. Voilà. Also Italien, habe ich gefunden, wie geht es da wieder? Und habe dann gesehen, okay, Südtirol, ist jetzt auch Deutsch. Voilà. Kanada, erklär uns oder bring uns auf die aktuellste Stand in Sachen Kanada. Da ist dort auch Booking-Verantwortliche. Genau. Das ist Daniel Lefebvre. Es war ein grosses Glück, dass wir die gefunden haben. Das ist drei Jahre her. Da hat sich an der Börse, an der Künstlerbörse in der Schweiz, Kontakt gegeben auf Kanada. Und der Kontakt hat uns dann eingeladen, ich sage zu uns, weil da sind die ganzen Techniker dabei und das Booking war dabei, nach Kanada zu kommen, um dort an einer Börse zu spielen. Und die Börse meinte, du gehst spielen, Veranstalter schauen die und sagen, ja, den wollen wir haben. Den buchen wir. Den buchen wir. Dann sind wir dort gespielt und haben recht gut, schön, in einem super schönen Saal gespielt, wunderbar. Palais Montcalm in Quebec selber, das ist der französische Part von Kanada. Wir haben gespielt, die Veranstalter hatten eine riesige Freude. Ich habe gesagt, die wollen wir. Dann haben wir gesagt, nein, können wir nicht von hier aus organisieren, wir sollten jemanden haben, der in Kanada organisieren kann. Dann haben wir wirklich den grossartigen Kontakt können machen zu Daniel Lefebvre. Und sie tut jetzt Martino in Kanada vertreten und eine Tournee für 2012 organisieren. Und das sind 12 Auftritte im Oktober, November, dort umeinander.
Und das ist eine riesige Freude. Also dann wirst du im alten Kontinent untreu in dem Moment und ab Sommer, Herbst bist du dann quasi in Kanada, Nordamerika unterwegs. Ja, nicht untreu, aber es ist einfach eine, also da ist so eine Stimmung dort. Das ist ein ganz anderes Land. Das ist riesig. Ja, und die Leute sind so, den Platz, den Fall, das ist ja wirklich, das ist eine schöne Sache dort. Und Kanada ist ein Traum. Ich bin früher mit den Eltern dort reisen. Und das ist wirklich ein Traumland, finde ich. Und dort können gut spielen, das ist eine Freude. Wenn du noch kannst verbinden, quasi das Land wieder bereisen und dann auch noch arbeiten gleichzeitig. Das habe ich mir aufgeschrieben, von wegen, was ist das Ziel, das du avisierst? Also das Künstlerische oder auch in deinem persönlichen Leben? Ist es einfach so mit deiner Kunst, mit deinem Broterwerbsjob, wo ja das ist, möglichst viel bereisen? Ist es dich künstlerisch noch anders und noch präziser oder viel breiter können ausdrücken? Was ist so? Überlegt man sich das oder macht man jetzt einfach das und genießt, dass es so ein Erfolg ist? Nein, das ist schon überlegt. Das sind beide Sachen. Okay, also hast du keinen Vorwurf gesehen? Nein, interessant. Das sind die beide Sachen, die du gesagt hast. Einerseits Reisen interessiert mich sehr, dass ich halt in andere Länder oder in neue Länder oder auch in asiatischen Bereichen interessiert mich sehr. Dort können gut spielen und dort die Auseinandersetzung mit dem Publikum zu finden. Das ist jedes Land ist anders. Und jedes Mal gibt es neue Dinge. Und ich glaube, Martino hat oder irgendwie durch meine Sprachunabhängigkeit. Eben, du kannst eigentlich überall auftreten. Eben, das ist lässig. Ich kann von englischem Publikum auftreten, ich kann von französischem Publikum. Natürlich ein bisschen gleich, ein bisschen französisch, ein bisschen englisch. Aber das reicht. Mit der Musik geht es recht gut. Ja, Asien, Augen auf bei Asien. Kannst du irgendetwas so? Chinesisch, Japanisch? Nein, das kann ich nicht. Aber da kommt dann Sali. Dann ist ein Anfang. Und wenn da wächst, dann kommt es. Jetzt aber gerade gedacht, du auch in der Asche. Entschuldigung, nein, kann ich nicht unterbrechen. Das andere, was du gesagt hast, das vom künstlerischen Weiter, das interessiert mich auch sehr. Da ist einerseits ein Kontakt vielleicht zu anderen Künstlern, zu anderen Musikern, zu anderen Kulturen und auch von mir die Erweiterung. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich immer im gleichen Fahrwasser noch fahre, die nächsten sagen wir, 25, 30 Jahre, dann könnte ich mir vorstellen, nein, das ist jetzt nicht da. Ich würde gerne ausscheren. Und dort, das ist eine Grundlage, musikalisch, das ist meine Grundlage. Ausscheren ist lässig. Also ein bisschen schauen, was sonst noch rum ist und was sich sonst noch interessieren will. Und dann dort auch erschaffen. Ja, das muss man sich dann auch erarbeiten. Das stellt man sich dann immer zu leicht vor, dass ein Künstler einfach auf die Bühne steht und dann macht. Das ist ja dann einmal hart mit Blut, Schweiß und Tränen erarbeitet, bis so ein Programm steht. Habe ich vorhin gedacht, weil du auch in der Ostschweiz lebst und auch Ostschweizer bist, du bist eigentlich so der Gardi Hutter. Weil sie ist auch so in Brasilien viel unterwegs, weil mit der Tapfer Hanna, die nicht so sprachlastig ist, in dem Sinn, kann sie überall. Also da sehe ich einen Haufen Welttourneen auf dich zukommen. Jetzt vor der Hand 2012 haben wir gesagt, dann Schweiz, Deutschland, dann Kanada. Eben ein Abstecher nach Italien auch noch. Gibt es sonst noch irgendetwas, wo dich schon wahnsinnig freust drauf im 2012? Das heißt, in dem jungen Jahr bin ich jetzt schon ganz zappelig, wenn ich daran denke, dass das und das noch kommt. Weil das sind sicher, das sind jene Sachen. Wir haben schöne Säle, wir alte, sind wir im Theater, im Stadttheater. Wir sind in verschiedenen grösseren Sachen. Da macht es sehr Freude. Deutschland hat ein paar ganz wunderbare Sachen auch in einer Größe, wo interessiert. Dann ist natürlich der deutsche Kunstpreis. Also, der Preis, du kannst auch sagen, der Preis. Und das ist am 26. Februar. Und ein paar Wochen vorher ist ein ganz lässiges Projekt mit dem Symphonieorchester vom HR. HR Symphonieorchester. Das ist ein 100-köpfiges Symphonieorchester, wo ich mit ihnen zusammen Nummern von mir, Sachen von Wagner, wir finden uns dort auch. Und noch ganz schön feist ist auch noch dabei, das ist eine Acapella-Gruppe. Mit den zusammen ein Programm, einen Abend gestalten. Wunderbar. Mit dem Orchester ist ein Traum. Ich kann gerade sagen, das ist schon. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Sind die auf dich gekommen? Oder hat sich das einfach. Das kannst du da nicht sagen. Das ist durch einen deutschen Kontakt hergetragen. Zack, zack, dann ist jetzt angefangen zu spielen und es hat gefrucht. Bam! Das ist es da. Und das ist ja so. Das macht Spass. Wenn du jetzt so viel unterwegs bist und auf Tournee, wo die eben bis auf Kanada führt, bist du dann überhaupt auch noch mal daheim 2012? Das Gefühl, du könntest auch wieder mal ein bisschen entspannen? Oder bist du jetzt halt schon der Hamster im Rädchen, wo man so damit die Maschine auch läuft? Das ist ein Teil, auf jeden Fall. Ich versuche auch immer wieder zwischen deinen Zeiten zu machen. Ich tue nicht zum Beispiel fünfmal in der Woche auftreten, sondern wirklich Maximum vier. Maximum viermal. Dreimal eigentlich. Und ausnahmsweise ganz weiss viermal. Da musst du dann so Limiten setzen. Dass du dann eben nicht im Rädli rein den Hamster mal abeinander und mit dem Rädli selber drüllt. Ja. Das ist schon eine Gefahr. Wenn von allen Seiten Interessen kommen und du willst eigentlich ja gerne machen, ja klar, ich komme. Ja. Aber das kannst du nicht alles machen.
geht nicht. Und die Länder, das ist auch noch streng, aber dort hast du noch recht viele Off-Tags. Da kannst du ja nichts. Da gehst du nicht heim und hast noch viel Zeug, sondern da hast du mal einen Ausschnaufen. Und dann kannst du Kanada irgendwie einen Eisbär anschauen oder etwas. Dann holt du das auch wieder oben runter. Ich sag, musst du davor sagen. Im Allgemeinen habe ich das Gefühl, du verlierst deine Mitte schon nicht, weil das auch die Musik, glaube ich, schon auch ein bisschen so. Du wirkst sehr in dir ruhend und glaube, das hat schon auch ein bisschen etwas mit der Musik zu tun. Du musst dir immer arbeiten, gerade beim Auftreten. Unbedingt, dann muss man ja die Energie geben können. Martin, ich danke dir sehr herzlich, dass du da gewesen bist. Natürlich Daumen trocken, ganz, ganz fest, dass auch alles gut kommt und dass du es wirklich kannst geniessen. Wir sehen uns spätestens im nächsten Programm wieder. Vielleicht nach Kanada erzählen, wie, wo, was denn so gelaufen ist. Das wäre eine Freude, ich komme gerne wieder. Danke vielmals, bist du heute da gewesen. Merci vielmals. Ihnen, meine Damen und Herren, danke auch für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in einer Woche wieder, wenn Sie wollen und mögen. Dann haben wir den Autor und Schriftsteller Charles Lewinsky bei uns. Natürlich wegen seinem aktuellen Roman Geron. Vielleicht schon mal vorlesen und dann reinschauen. Bis dann, bleiben Sie frisch und gesund.